Howdy Leute, Harlow hier und willkommen zu einem weiteren Red Dead Redemption 2 Video. Und heute sprechen wir mal ein bisschen über die Kampagne von Red Dead Redemption 2. Aber zuerst möchte ich euch noch kurz sagen, dass mir der Zuschauer Red Dead Redemption, cooler Name übrigens, geschrieben hat, dass dieser Mann, der wie Jack Swift aussieht, auf diesem ersten Bild auch Edgar Ross sein könnte. Der sieht echt ziemlich ähnlich aus, würde aber allerdings jetzt ein bisschen komisch sein, da die alle so zusammenlaufen, als wären sie in einer Gang. Allerdings könnte es ja auch sein, dass das einfach alle Hauptdarsteller sind und somit würde Edgar Ross da schon drauf passen und das wäre dann nochmal ein kleiner Hinweis auf Edgar Ross in Red Dead Redemption 2 und definitiv eine Erwähnung wert. Kommen jetzt aber zum eigentlichen Thema und zwar geht es um die Kampagne. Da kam jetzt nämlich ein interessanter Leak heraus von einem selbsternannten Insider, der aber schon wirklich früher auch richtige Prognosen gegeben hat. Und der meint halt eben, dass das Grundprinzip von der Red Dead Redemption 2 Kampagne darauf basiert, dass wir so eine Gang sind, das wissen wir ja schon, sprich die Dutch Gang, und dass wir dann unser eigenes Camp haben. Allerdings in unserer Gang eben ein Undercover-Sheriff ist und der immer wieder den anderen Sheriffs unseren Ort meldet und somit müssen wir das Camp die ganze Zeit eigentlich verlegen, rund um die Map herum. Und in diesem Camp müssen wir dann immer Leute ausbilden, also Verbrecher, die dazukommen, darunter übrigens auch John Marston. Und von diesem Camp aus startet man dann eigentlich immer irgendwelche Raubüberfälle und dann kann man auch zuerst immer auswählen, welche Banditen man jetzt mitnimmt und welche man zu Hause lässt. Und ich denke, dieses System kommt uns eigentlich ziemlich bekannt vor, weil sowas ähnliches hatten wir auch in GTA 5. Dort musste man ja auch immer diese Raubüberfälle planen und konnte dann immer noch einen Hacker und einen Fahrer, glaube ich, auswählen. Und ja, das soll eben ziemlich ähnlich sein, natürlich alles im Wilden Westen und natürlich schon mit der Red Dead Redemption 1 Kampagne verankert, sprich, wir werden auch bestimmt irgendwelche Missionen haben, wo es dann irgendwie einen Streit in der Gang gibt, also nicht nur reine Raubüberfallmissionen und wir werden bestimmt trotzdem einige Hinweise auf die Vergangenheit von John Marston erfahren, aber so wie es aussieht, werden wir wirklich diesen Arthur Morgan spielen. Wenn wir aber die Kampagne einmal durchgezockt haben, werden wir am Schluss John Marston spielen können und ja, das tönt für mich wirklich seriös, also das könnte echt möglich sein und mich würde es auch nicht stören, weil wir werden auch eben in der normalen Kampagne bestimmt einige Szenen mit John Marston spielen, auch wenn wir ihn dann nicht selber steuern können. Aber ja, am Schluss soll man ihn dann eben spielen können und es könnte sein, dass das schon der erste Hinweis auf einen Tod von Arthur Morgan sein könnte. Aber ja Leute, belassen wir es erstmal dabei, das Ganze ist wie gesagt ein Leak und sollte nicht zu ernst genommen werden. Ich persönlich glaube durchaus an den Leak, das sieht für mich ziemlich logisch aus. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare und dann würde ich nur noch sagen, bis zum nächsten Red Dead Redemption 2 Video und haut rein!